Willkommen zurück bei Zelda Tears of the Kingdom, wo ich noch immer auf der Suche nach diesem versteckten Eingang zum Dorf bin. Aber ich habe ja auch letztes Mal hier so ein bisschen piep, piep, irgendwo so ein Piepen von so einem Schrein in der Nähe und tiefer. Was heißt denn in der Nähe und tiefer? Okay. Wenn wir einfach mal gucken. Erst versuchen wir diesen komischen Schrein hier. Und dann kümmern wir uns um den versteckten Eingang zur Hepamine. Da scheint ein Krog zu sein. Also, nach dem Intro. Guck mal, hier hat sich versteckt. Okay, anscheinend muss ich immer nur gucken, wo die Blume sich versteckt hat. Oh, ein Krog. Oho, du hast mich gefunden. Ja, mein Krogsamen ist für dich. In der Nähe, aber tiefer. Tiefer kann doch nur bedeuten, dass es hier irgendwo runter geht. Und noch ein Krog. Jetzt haben wir es aber heute. So muss er rein, ne? Wupp. Oho, du hast auch mich gefunden. Super gemacht. Boah, jetzt schauen wir mal irgendwo. Irgendwo hier weiter unten müsste ja ein Eingang sein. Ich kann schon fragen, wo ist er? Okay, der Pfeil ist verloren. Schade.
noch weiter unten oder wie? Jetzt bin ich aber gleich ganz unten angekommen. Material zum Wiederaufbau. Okay, okay, okay. Es klappt nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es reicht, um die Höhe zu kriegen. So. 5x Donnerblume, cool. Was mich jetzt aber immer noch nicht dazu bringt, dass ich weiß... Okay, da ist ein Rock.
habe immer noch keine Ahnung, wo dieser Schrein ist. Wahrscheinlich kommt man da auch gar nicht so ohne Probleme hin. Sein Freund, okay. Okay, das kriege ich aber hin. So, wenn wir den Schrein nicht finden, dann machen wir heute eine Ich helfe den Krux Folge. Das dämliche Segel gar nicht. Noch besser. Das ist ja so das Einfachste. Okay, außer dass ich jetzt beide gebraucht hätte. Gut, zwei Motoren wären jetzt deutlich besser gewesen, ne? Wie geil. Grill Luxusgeflügel. Oh, das war mal was Neues. Aber
wirklich keine Ahnung, wo dieser Eingang zu dem Schrein sein soll, ja? Der ist garantiert irgendwie unterirdisch. Da vorne, da ist noch ein Landding. Okay, er freut sich über seinen besten Freund. Sehr schön. Hier tutet nichts mehr. Okay, was ist das hier? Okay, da fehlen zwei Steine. Sache, es ist heute echt die Ich rette die Crocs-Folge. Der vierte, ne? Jetzt bin ich aber schon weit aus der Richtung. Hier vorne noch irgendwo den Schrein vorstellen können. Aber er sagt ja mal tiefer, tiefer. Der Flugplatz, den kenne ich noch aus meinem ersten Abenteuer. Hier waren doch überall so Winde. Hoho, wenn du es mal nicht link ist. Wir haben uns ja schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Theba hat mir erzählt, wie du das Dorf der Orni vom Schneesturm befreit hast. Und außerdem hast du den jungen Tulin unter deine Fittiche genommen, wie ich gehört habe.
Ich bin dir sehr dankbar für alles, was du getan hast, Link. Von ganzem Herzen. Nun denn, du hast es dir sicher schon denken können, da Theba jetzt Häuptling ist, doch ich bin zurückgetreten. Nun ist es meine Aufgabe, den Nachwuchs hier am Flugplatz zu fähigen Kriegern auszubilden. Der übliche Übungsparcours wurde durch den Schneesturm zerstört. Aber dank dir ist der Schneesturm vorbei. Ich wage also nun mit einer anderen Trainingsmethode einen Neubeginn. Ja, ja. Es geht dabei darum, Ringe am Himmel zu durchfliegen, um zu lernen, wie man sich schnell, aber überlegt bewegt. Diese Übung soll helfen, das Schlagen mit den Flügeln zur zweiten Natur werden zu lassen, auch bei stürmischem Wetter. Ich bin aber gerade erst mit den Vorbereitungen fertig geworden. Ja, jetzt bräuchte ich einen Herausforderer mit Vertrauen in seine Fähigkeiten, der das Ganze mal ausprobiert. Oho, du bist tatsächlich an meinem kleinen Parcours interessiert? Es freut mich, dass jemand so fähig ist, wie du ihn ausprobiert, Link. Du musst im Grunde nur so viele Ringe am Himmel wie möglich innerhalb einer bestimmten Zeit durchfliegen. Wenn du den Flugplatz jedoch verlässt, muss ich dich leider disqualifizieren. Dein Ziel, mal sehen, ja. Ich würde sagen, es reicht, wenn du durch 15 Ringe fliegst. Wenn dir das gelingt, bekommst du eine kleine Belohnung von mir. Also, möchtest du es versuchen? Oho, ich danke dir. Dann zeige ich dir jetzt, wo es losgeht. Ja, ja. Bist du bereit? Dann auf die Plätze. Fertig. Und... los! Ich habe zu spät gemerkt, was ich machen muss. Oh, shit. Schade. Äußerst schade, dass du es leider nicht geschafft hast. Möchtest du es nochmal ausprobieren? Natürlich. Nicht bis morgens rasten. Na gut, okay. Wir rasten bis morgens. Ich danke dir, dass du es jetzt mit neuen Kräften nochmal probierst. Ja, 13 Ringe, okay. 15 brauche ich. Geht doch. Oho, die Zeit ist um. Ja, ja. Oho, dieses Mal hast du 17 Ringe geschafft. Oh, das ist ein neuer Rekord. Gut gemacht, Link. Es geht, du hast es geschafft, Link. Für jemanden ohne Flügel war das ein wirklich fantastischer Flug. Das wird die Dorfjugend anspornen, bei diesem Training auch ihr Bestes zu geben. Es hat sich also ausgezahlt, dass ich dich mit dem Testlauf betraut habe. Hoho, bitte nimm dies als Anerkennung. Link, mit deinen Fähigkeiten solltest du in der Lage sein, dich am Übungsparcours für Fortgeschrittene zu versuchen. Wie der Name andeutet, erfordert dieser fortgeschrittene Flugtechniken. Ab jetzt muss ich leider eine kleine Gebühr erheben, aber du kannst das Training gern jederzeit absolvieren. Na, beflügel uns. Okay, 20 Rubine, ja, komm. So, gucken wir mal. Oh, das ist wirklich fortgeschritten.
18. Oho, die Zeit ist um. Oho, dieses Mal hast du 18 geschafft. Woho, war der fortgeschrittene Parcours zu schwierig? Dann übe doch noch etwas mit dem Anfänger an. Okay, wie viel muss ich denn schaffen? Okay, ich würde einfach mal sagen, genug geschafft für heute. Morgen geht's weiter. Schaltet wieder ein bei Zelda Tears of the Kingdom. Bis dahin. Ciao, ciao.